Okay. Jude's Fäuste. When did my hands get so covered with blisters and scars? Vielleicht als du Maxwells Schild hauen wolltest oder so. Ein bisschen. Ah, that's quite a layer of calluses forming around your knuckles. Yeah, probably from all the people I've hit. Didn't you want to be a doctor? That's kind of ironic. Do you regret this? Nope. No. These calluses are proof that I'm striving to do the things I need to do. Probier's mit Handpflegeprodukten. They prove you're no quitter. A man's hands always reflect the path he's walked in life. You have the hands of a true man. Ich hab keine Ohren an meinen Händen. Bin ich ein Mann? I'm going to keep fighting until I have calluses too. Ja, du musst ein Stückchen schwingen. Thanks. You guys are the best. Und ganz ehrlich, wenn es zu viel Hornhaut wird, ich habe zu Hause so eine Reibe, mit der man die abhobeln kann. Ich dachte, da brauchen wir nur so das Schwert. Stimmt, das würde genauso gut funktionieren. Okay, mal sehen, was haben wir hier so? Die Kluft. Wir haben leuchtende. Even great warriors can't fight on an empty stomach. Of course, nor are they very effective when they're... Ja. Okay. Das kommt mir doch so bekannt vor. Ja. Guck mal, wir haben einen Zwielichtdrachen. Meine Zwielichtwache. Ich komme mit Wasser dazu! I will defeat Dals, no matter what! Das wird auch mein Spaß! Niemals! Nadja, not yet, Onion! Nadja, nicht jetzt, Zwiebel! Was will ich sagen? Was, wenn er uns Nadja noch nicht das zur Suppe tun? Erst kommt die Zwiebel dazu? Bring mir meine Zwiebeln! Eben, das war eine einfache Wahl, Sackgasse. Achtung, Monster! Ah! Ich hab das wegen dem Licht nicht gesehen! It can't end here. Was war das? Windblade. Wir haben einen Kopf. Oh, du hast die Schaden? 5000. Wahrscheinlich haben die zwei gleichzeitig gekündigt oder so. Oh, Miller ist langsam. Evan ist langsam. Also auch noch langsam mehr. Ja, ich bin genauso langsam. Wirklich, ich sollte, sobald ich einen Punkt darf, einstellen, dass ich schneller werde. Wenn die Ohr aus ist. Boah, das war Reflex-Zauber, ey. Ich hab's geschafft. Oh, Libavius Erz. Und Sirup. Ich dachte, Sirup haben wir fertig. Haben wir auch. Ja, ich hab diesen einfach weggeschmissen. Huha. Schwarze Pferde und dann. Magieerz! Aber ich merke eindeutig, dass ich gerade auch noch sehr noch welche. This old man can still fight. Danke, das habe ich auch gerade gesagt.
Take this. Fall. Okay. Simmer stand. Play. Go. I will defeat Daos no matter what. All right. Not bad. Zieht ihm das Kostüm aus, bitte. Du bist Auflademeister. Oh, cool. Zieh ihm das Kostüm aus. Ist ein lustiger Gag zwischendurch, aber jetzt reicht's. Dude, ist so dunkel heute. Hat das noch Auswirkungen, dass er das auch noch labert? Werden wir gleich feststellen. Gut. Obwohl ich bezweifeln würde. Ja. Aber wir haben wieder so nochmal Kampfmusik. Okay, was ist passiert? Ich sag schon, ich kann sehr gut finden. Okay, let's wenn ich wieder dazu kommt, wieder zu beleben. Ich war in meinem Zauberanimation gekommen. Ich war der Nö. Okay. Wir haben einen Zombie in den Reihen. Das ist okay. Soll ich ihm einen Trank geben? Ja, natürlich. Hau ihm einen rein! Los! Ups. Gut, damit ich lieber ein Guardian Field raushauen. Und ich fange mit Nurse an. Und ich guck mal. Ja, rennen wir nach vorne und gucken wir mal, ob Gnome gut ist. Rennen wir mal nach vorne und gucken, ob Sil funktioniert. Und Jean ist auch schön. There is nothing to fear. Green field! Try fire! Oh, ja, Tipo aus ist Nurse sehr interessant. Ich hab gerade geguckt, wie viel das dann so heilt. 3572 waren es dafür. Und Tipo an? Sekunde, testen wir gleich mal. Nämlich dieser Drache, wo er das heißt, das. Official Inferno! Phoenix Flutter! Crown Peel! 2900 Geld. Also Tipo aus ist er stärker. Bei Tipo werden meine Kriegsart stärker. Nicht worry about me. Not yet. I still need to get Tipo aus meine magischen. Du hast Kriegsart. Achso, da wo du mit Tipo laden und sowas. Wo du mit Tipo draufkügelst. Look! Was ist? Was habt ihr? Ich wollte berichten über den einbrechenden Boden nachgehen. Das war nicht so schlau. Aber dann trat aus diesem Riss giftiges Gas aus. Verschwindet von hier, solange ihr könnt! Mila. Oh nein, das ist Miasma. Was? Miasma? Das ist ein verfluchter Stoff, der bei der Entstehung dieser Welt unter der Erde eingeschlossen wurde. Verschwirrt dir da auch gerade was durch den Kopf? Gut. Er tötet alles, was ihm länger ausgesetzt ist. Menschen, Geister, Pflanzen, Tiere. Er scheint schnell herauszuquellen. Ich bezweifle, dass sein einfaches Abdecken der Öffnung bei diesem Druck ausreichen würde. Oh, hey! Rette euer Leben! Sylph. Boah! Eine Wand aus Wind! Wie willst du das Miasma aufhalten, Mila? Wenn die vier uns mit ihrem Geisterarzt beschützen, können wir wahrscheinlich im Miasma überleben. Wahrscheinlich. Dann können wir hineingehen und die undichte Stelle an der Quelle verschließen. Da hineingehen? Ist das dein Ernst? Ich bin immer ernst. Oh. Na schau mal, Mill. Jetzt komm, Elvin! Deine Heimatstadt ist in Gefahr! Da hast du allerdings recht, kleine Dame. Oh,
Ins Miasma, aber erstmal. Kupfererz! Pizza! Oder das haben wir ab, oder? Oh, ja, die haben uns wieder ein ganzes Stück nach vorne. Also inzwischen ist es eine 35-äugige Dämonenbestie. Ich versuche mir die wirklich so vorzustellen. Wie die durch die Gegend wandert und ihre Ersatzglasaugen sucht, oder? Nee, wie die in 35 Richtungen gleichzeitig gucken kann. Ja, wie ein Insekt halt. Das sind so. Ja, alles so kleiner. I don't have time to doubt myself. Da haben wir was angestellt. Finde ich gut. Ich möchte, dass die Folge so heißt. Nadja, Nadja. Woohoo! That's gotta be so. No! Das ist der Gott im Fall, den haben wir schon aufgestellt. Ja, 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 ja. We will not falter. Ja, wenn das schon probiert, dann soll er doch schaffen. Wir haben gerade 40 Ja, dann. Right. Die Läden freuen sich, wenn wir hier raus sind wieder. Jetzt sind doch die Sachen, die wir vorher für die schwarzen Federn kaufen mussten, oder? Doppel. Geierklaue. Gruselige Fühler. Was? Du hast es kaputt gemacht. Ja. Was? Die Amarsians waren da. Ja, wahrscheinlich. Obwohl das überhaupt ist noch so wie Xerneas. Gleich als der Windstein zerbrochen ist, erschien auf dem Boden ein Lichtring. Was geht hier vor? Offenbar war diese Höhle mit zwei Siegeln verschlossen. Sie wurde anscheinend so eingestellt, dass das Erdsiegel aktiviert wird, wenn das Windsiegel außer Kraft ist. Das war wieder weggedrückt. Eine brillante Schlussfolgerung, Ron. Die vier erklären mir, dass ihr recht habt. Diese Siegel wurden hier von Geistern eines früheren Zeitalters platziert, um das Miasma im Schach zu halten. Stimmt. Ursprünglich gab es vier Siegel, jeweils eins für Erde, Wasser, Wind und Feuer. Aber das Feuer- und das Wassersiegel wurden zerbrochen, so konnte das Miasma austreten. Wer wäre so verrückt, diese Siegel zu zerbrechen? Niemand. Das war eine Frage der Zeit. Diese Siegel wurden vor Ewigkeiten angebracht. Wahrscheinlich lange, bevor Olympios und Risemaxia getrennt wurden. Wirklich? Aber in der Höhle wirkt alles so neu. Ja, die ist neu gestrichen. Vielleicht konnte die Kombination aus den vier Siegeln die Zeit innerhalb der Höhle anhalten? Bin ich sicher. Richtig. Das war die einzige Möglichkeit, das Miasma zu stoppen. Jetzt echt? Scheinbar. Um also an die Quelle des Miasmas zu gelangen, müssen wir das Wind- und das Erdsiegel außer Kraft setzen. Das Wind... Mein Text. Das Windsegel war nur versteckt, aber das Erdsegel könnte sich als Problem erweisen. Wir haben nicht viel Zeit. Ich schlage vor, dass wir die Schwerkraft nutzen, um es zu zerstören. Jetzt echt? Mit anderen Worten, wir sollen auf das Siegel draufspringen, um es zu zerbrechen? Klar, was soll da schon schief gehen? Erwin! Ich weiß, wenn ich keine bessere Idee habe, soll ich die Klappe halten.
klingt, als müssten wir ein wenig klettern. Hey, das haben sie schon früher erledigt. Na denn? Ich denke, wir würden da gleich runter durchkrachen, oder? Oder auch nicht. Wir haben es einfach kaputt gekriegt. Jetzt kommt das ganze Miasma entgegen. Oder auch nicht. Also, die Trefferquote deiner Theorien schwächelt. Was ist eigentlich mit dem Schwertmonster? Das haben wir bisher nicht gefunden. Wir haben was Interessantes gefunden. Ziele Runde 2. Und wie sollen wir da jetzt draufspringen? Wird sich was ergeben? Ich guck, wo es ist und dann überlegen wir uns das. Du hast doch noch die Hacke, oder? Die wir in keinem anderen Dungeon als der einen Mine benutzen dürfen, ja. Ah, da ist es. Gehen wir mal die Gänge lang. Nee. Guck mal auf die Karte, hier kannst du ja auch Höhlen und sowas einstellen. Ah, über uns ist was. Jared? Alte Koralle! 1370 Punkte? Ja, die Läden freuen sich definitiv, wenn wir hier fertig sind. Und wir werden uns auch freuen. Let's keep this up! Up, up we go! Und noch ein Phoenix-Runs dazu! Yay! Ich glaube, die Vögelchen sollten wir angreifen. Ich glaube, hier solltest du... Fast alles angreifen. Ich meine, hier liegen ja noch so Saphirschalen in den Truhen. Wenn jetzt doch so jemand einen pinken Smaragd fallen lassen würde. Ja, ne? Das wäre ein Traum. And finished. Ich glaube, Erwin war früher schon mal hier. I need more strength. Wieso? Er hat sich lange nicht mehr vorgestellt. Stimmt. Ich glaube, er hat sich heute noch kein einziges Mal vorgestellt. Kein einziges Mal. Ich habe extra drauf geachtet. Ich glaube, letztes Mal hat er sich auch nicht vorgestellt. Doch. Da hat er irgendwas getan. Ein oder zweimal, nicht häufig auf jeden Fall. Nicht häufig, aber irgendwann hat er sich tatsächlich vorgestellt. Und dann werde ich mit meinen Arzt. Das ist aber eine super Explosion hier. Ich dachte, und mich auch. Du hast nicht direkt neben mir gestanden. Sorry about that. Nee, ich stand in der Bahn vom... Ja, die ist ja direkt neben mir. Vor mir oder hinter mir. Über mir oder unter mir? Nee, in deren Achse kreist er noch nicht. Noch nicht? Black Pearl! Wir waren wie viele Jahre ihr Kapitän, bevor Davy Jones uns zurückfordert? Man darf... Der Vertrag dauert 10 Jahre. Für 100 Jahre Sklavendienst da auf der Dutchman. Warst du in dem anderen Ecke drin? Ja. Ja, da war leider nichts. Yeah!
Not yet. Here, abyssal inferno. Yes, yes, yes. Here, here. Ich bin so glücklich, dass die wenigsten meiner Zauber eine wirkliche Richtung haben. Außerdem hier. My hair's all messed up. It's your morals that are messed up. Wir werden reich. Wie viel Geld haben wir inzwischen? 600? 678.000. Die 74 Kleingeld zähle ich nicht. Ja, davon ist ein Witzer. Who's next? Who's next? Dragon Escape! Rising Falcon! The name's Alvin. Don't you forget it. Milas. Ernsthaft? Bin sich jetzt... Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Und nicht nur sie, nicht zum ersten Mal. Das ist Feuer, Wind, Elementar. Der rosa Farben ist verrückt! Ja. Wir brauchen nur einen. Noch mehr davon! Wie viele Punkte bringen die? Viele? Guck doch mal rein, das ist neue Objekte. 1000. Ja, läuft. Zeichnet einen echten rosa Fan aus. Danke sehr. Ich weiß einen Abstecher, den wir machen, sobald wir diese Maxia wiederfinden. Not yet. Not bad. No foe can withstand against my resolve. Feuer. Eben. Und dann kommst du und versuchst den mit seinen Wasserbubbles da zu löschen? Natürlich. Ich bin eine mitfühlende Seele. Nee, das war Sharia. Das sind ja Sadisten, die auch freundlich nur darüber. Masochisten, ich spiele dein Schwert. Das musst du jetzt hinstellen. Ich hab ihm Angst gemacht. Der hat Angst. I just need to keep believing in myself. Not yet, I still need to get older. Right. There's always room for improvement. Warum nicht? Jo, ne? Der Drache guckt das kleine Mädchen an und denkt, oh nein, ich hab Angst. Zwielichtwache sein und er hat Angst vor Dunkelheit. Das geht nicht ganz auf. Alle Gegner haben Angst vor Dunkelheit, außer die sind jetzt ganz gegen Dunkelheit. Sorry about that. I'm just getting started. Naja, du bist schon wieder auf 2 TP runter, WP runter, du fängst nicht erst an. Du bist dabei aufzuhören. Klappt das hoch? Ob das das zweite Siegel breche? Tja. Also meine Zeit sagt gleich kurz vor 5:30. Genau. You're so slow, Leia. Also, what? Also ich wollte nicht Physik-Vorlesung, also
paar Minuten haben wir noch, kein Problem. Fängt ja nicht vor Viertel nach an. Viertel nach sechs, oder? Ja. Okay. Noch was, was mitgeteilt hat, der Familie. Dann würde ich sagen, brechen wir das Siegel und so speichern wir, damit ich noch alles speichern kann. Und dann gucken wir uns nächstes Mal die Höhle wieder genauer an. Du bist langsam. Okay, mehr. Es war eher gewesen, so, welche von den dunklen Gestalten bin ich jetzt? And that's a wrap. Nein, der war schon ziemlich tot. Der hat ziemlich viel abhängig. Ach, ich hab's nicht richtig gesehen, oder? Der ist mir vorher mehrfach an meine Haare. Das Haar der heiligen Bestie. Fell vom Arm einer seltsam geformten Bestie, die als Gottesdiener verehrt wird. Hat irgendwie die Farbe von Mew. Ja. Stäubling. Hoffentlich springst du an der richtigen Stelle runter. Ja, ich glaube, das ist so groß. Die sind kulant. Ja. Dann würde ich behaupten, gehst du wieder nach oben, damit wir speichern können. Jo. Und dann gucken wir uns nächstes Mal in dieser wunderbaren Höhle um. Die voller Giftgas ist. Naja, wir sind durch die vier großen geschützt. Seid mir dankbar. Eben, wir können atmen. Das Surf uns mit frischer Luft versorgt. So und uns baut eine Barriere um uns auf, die alle Miasma-Partikelchen da rausfiltert. Und nebenbei salzt sie uns die Haare. Also mir. Stimmt, mir vielleicht auch. Oh, okay, ein Achtungsmonster, das nimmt man natürlich gerne noch mal mit. Ignite Terror Surf. Oh, doch. Impressive strength. I'm good at destroying things. Like human relationships. That's a low blow. I'll overcome anything. Verdammt, vor dem Kampf hatten wir so einen schönen Faden. Der ist weg. Ich habe den Faden verloren. Genau, nächstes Mal Höhle. Gehen. Nächstes Mal Höhle, Kluft, untersuchen. Miasma. Ich glaube, vor dem Kampf habe ich erzählt, dass Zirf das Miasma aus der Luft filtert. Und genau. Mir die Haare stylt. Genau. Und mir vielleicht irgendwann auch mal, weil ich so sein möchte wie Miller. Ich will auch eine Puppe haben. Du darfst dir Tipo leihen, wenn ich dafür Sylph mal leihen kann. Ich kann Sylph fragen, ob sie mir die Haare stylt. Was braucht ihr jetzt? Ach, egal. Egal. Wir haben die 700.000. Und wir haben die 50 Stunden Spielzeit. Ja, und? Ja, das ist perfekt. Ja. Hast du gespeichert? Hast gespeichert? Hab gespeichert. Speichert, so vorsichtshalber noch mal. Eben, da sind wir sicher. Das gibt es. Vor allem, du darfst es ja gerade wieder. Nutzt das aus. Ja, der Controller hat mich irgendwie nicht lieb. Oh, heute nicht, ne? Nee, die Controller hatten heute sowieso ja Spaß. Ja, die Controller haben heute gemacht, was sie wollten. Also meiner war in Ordnung, beide. Sure. Dementsprechend Schluss für heute und... Ciao und bye bye. Bis dann, ciao. Tschüss.